Mein Titel heute ist Endlich sprechen wir dieselbe Sprache. Und ich möchte euch was über Jay Given erzählen, nämlich wie Jay Given uns oder meinem Team damals dabei geholfen hat, das Verhalten eines Systems, das wir entwickelt haben, so zu dokumentieren, dass alle es verstanden haben. Doch bevor ich darüber rede, noch ganz kurz zu mir. Mein Name ist Johannes Thorn und ich bin Senior Softwareentwickler bei einer kleinen Firma, die eCube heißt, in Leipzig und München. Und da bin ich häufig als kreativer Problemlöser in Projekten unterwegs. Zu meinen Schwerpunkten zählen dabei Java-Technologien. Ich beschäftige mich häufig mit den Tools für die Entwicklenden, also dass ich und auch meine Kollegen besser und einfacher arbeiten können. Und zu meinen anderen Interessengebieten gehört auch noch leichtgewichtige Architekturarbeit. Doch um die soll es heute einmal nicht gehen. Heute geht es um die Tools für Entwickelnde. Und wie entwickeln wir Software heute? Nun ja, als erstes, da sammeln wir die Anforderungen. Dann schreiben wir den Code. Dann machen wir irgendwie etwas, wo wir nicht wissen, was wir tun. Und am Ende steht der Profit. Das ist klar, das ist so, wie Softwareentwicklung immer funktioniert hat. Auch im Projekt, aber ganz ehrlich, das ist nicht, wie Softwareentwicklung bei uns funktioniert hat. Zumindest nicht in unserem Projekt. Stattdessen haben wir da irgendwie ständig einen Austausch mit Domänenexpertinnen und der ist fortlaufend, denn zumindest bei uns war es so, bei uns ging es um eine komplexe Fachlogik, die entwickeln sollten, die wir über einen längeren Zeitraum entwickelt haben und die sich einfach zusammenfassen lässt mit der Aussage, wähle das Produkt aus, das nach allen bekannten Regeln in diesem Auftrag das Richtige ist. Das muss hier leider ein wenig schwammig bleiben, weil es eben halt ein Projektauftrag war. Ich kann auch so viel sagen, wir sind im Kontext von Versicherungen unterwegs und wir haben über einen doch etwas längeren Entwicklungszeitraum entwickelt. Während dieser ganzen Zeit haben wir das gemacht, was ich gesagt habe. Wir haben uns regelmäßig mit den Fachexpertinnen unterhalten, ob das, was wir tun, richtig ist, ob sie das so erwarten, ob sie das möchten. Und nach haben wir entwickelt und noch mehr entwickelt und noch mehr entwickelt. Ihr werdet schon mitbekommen, da kommt jetzt irgendwie so langsam das Problem an. Nämlich, als wir fertig waren, hat die Fachabteilung gesagt, das ist ja schön, aber wir trauen irgendwie nicht dem System. Irgendwie, wir glauben nicht, dass das, was ihr da tut, dass das das Richtige ist. Auch die Fachabteilung bleibt hier natürlich ungenannt zum Schutze der Unschuldigen. Man muss zur Ehrenrettung sagen, das System als solches hatte im Wesentlichen keine Fehlertoleranz. Das heißt, wenn die Entscheidung, die unser System getroffen hätte, falsch gewesen wäre, hätte sie zumindest für diesen einen Auftrag einen Totalverlust des gesamten Geldes, das damit hätte erwirtschaftet werden sollen, bedeutet. Man kann also der Fachabteilung durchaus zugutehalten, sie möchten schon, dass das Ganze funktioniert. Jetzt hatten wir aber wieder, wie gesagt, ein Problem. Denn wie eine gute Softwareentwicklungsteam haben wir das Ganze nach Test-Driven Development entwickelt. Das heißt, wir hatten für den Kern der Softwareanwendung, für die Logik, die da drin steckte, eine vollständige Testabdeckung, die das Systemverhalten vollständig, exakt und nachvollziehbar beschrieben hat. Und dann haben wir den Versuch unternommen, der Fachabteilung zu sagen, das ist überhaupt kein Problem, ihr könnt uns vertrauen, denn wir haben ja hier diese Tests. Dann haben wir unsere IDE aufgemacht und dann sind die sehr schnell weggerannt. Denn wir benutzen Dark Mode und so ein Dark Mode ist quasi die einfachste Möglichkeit, anderen Menschen zu sagen, da kommt Technik. Das heißt also, wir hatten zwar diese Tests, wir waren sehr überzeugt von uns, aber diese Tests sind nicht verständlich gewesen für die Fachabteilung. Also haben wir ein Ziel gehabt. Denn wir wollten eine Lösung für dieses Problem, nämlich eine gemeinsame Sprache zwischen den Entwicklenden und den Fachmenschen finden und dadurch dann die Testergebnisse verständlich auch für den Fachbereich machen. Das heißt nicht mehr die Technik, die wir hier auf der einen Seite hatten, sondern irgendwo in der Mitte treffen wir uns, wir beschreiben die Anforderungen und das Verhalten in der Sprache, die auch der Fachbereich benutzt. Das ist das große Ziel gewesen. Und wir hatten noch ein anderes Ziel. Wir hätten gerne gutes Feedback gehabt.
Feedback, das ungefähr so aussieht. Ja? Ihr habt da einen Fehler im Produktentscheider in Zeile 217. Das ist ja so ein typisches Feedback, was man von unserer Fachabteilung bekommt. Kennt ihr bestimmt alle. Ihr lacht. Also ich kenne es auch nicht. Was wir typischerweise sonst bekommen haben, ist halt eher Feedback dieser Art. Wenn ich da drücke, funktioniert das Programm nicht. Jetzt stellen sich da so verschiedenste Fragen. Wo ist da? Wann drückst du da? Warum drückst du da? Und was ist funktioniert nicht? Denn wenn ich da drücke, dann passiert da was. Ich glaube auch, dass das Richtige passiert. Da gibt es also irgendwie so ein Problem. Wiederum, ne? Wir verstehen uns nicht. Und jetzt kommen wir zu Feedback, das wir am Ende des ganzen Umbauprozesses oder des ganzen Lösungskonzeptes bekommen haben. Das ist jetzt ehrlicherweise natürlich nicht dieses Feedback, aber vergleichbares Feedback, das wir bekommen haben. Im Beispiel P17 wird das falsche Produkt X ausgewählt. Stattdessen soll das Produkt Y mit dem günstigsten Preis ausgewählt werden. Wir haben also mit einmal irgendwie eine Identifizierung für ein bestimmtes Verhalten des Systems, nämlich das P17. Wir sehen, was falsch läuft aus Ihrer Sicht und was aus Ihrer Sicht das richtige Ergebnis gewesen wäre. Und damit lässt sich jetzt diese Zeile 217 im Produktentscheider schon viel, viel einfacher finden. Die ist da nicht offensichtlich, aber es können nicht mehr so viele Zeilen sein. Und ich weiß nicht, wenn ihr in Projekten oder wenn ihr schon mal größere Software entwickelt habt und euch ein bisschen so mit verschiedenen Verfahren beschäftigt, dann ist das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, kann man als Behavior-Driven Development bezeichnen. Und hier mit dem Stern versehen, weil also ganz ehrlicherweise jeder, der jetzt tatsächlich Behavior-Driven Development lebt und ein Engel oder der halt das Ganze verbreiten möchte und dafür missioniert, der würde jetzt mit der sehr großen Keule hinter mir stehen, weil das, was wir da getan haben, ist halt die Technik von BDD, aber garantiert nicht die Methodik von BDD. Denn BDD würde vorsehen, dass wir mit enger Zusammenarbeit zwischen den Fachmenschen und uns Entwicklungsmenschen ein gemeinsames Verständnis aufbauen. Und das zu Beginn der Entwicklung. Nicht wie bei uns am Ende, als wir gemerkt haben, wir haben ein Problem. Und dabei würden wir Fallbeispiele mit den Fachmenschen erarbeiten. Und das würde uns nachher auch als lebendige Dokumentation des Systemverhaltens dienen. Ihr hört also, wir haben wieder dieses Verhalten, das steht im Vordergrund. Wir machen das zu Beginn, also wir haben noch nichts, wir machen so von outside in und wir benutzen die Sprache der Domäne, der Fachdomäne. Wenn wir mit DDD, also mit Domain-Driven Design arbeiten würde, würde da jetzt auch das Wort Ubiquitous Language rauskommen. Machen wir alles nicht. Wir hatten ja ein Problem, das wir lösen wollten. Und das Vorgehen habe ich gerade schon versucht, kurz anzufassen oder anzusprechen. Im Wesentlichen sammeln wir so eine Liste. Eine Liste, in der ist eine textuelle Beschreibung des Verhaltens anhand von einzelnen Fallbeispielen. Und zwar beschrieben mit den Worten, die uns die Fachmenschen geben. Ja. Diese Fallbeispiele werden dann nach und nach automatisiert. Das heißt, sie dienen als Grundlage für die Erstellung von Tests. Auch das haben wir nicht gemacht, weil wir hatten ja schon Tests. Und am Ende würden wir sukzessive implementieren und nach diese Fallbeispiele erfüllen. Auch das haben wir nicht gemacht, weil wir hatten ja eine fertige Implementierung. Wir wollten ja jetzt nachweisen, dass sie gut ist. Ob sie gut ist, ist immer noch eine andere Frage, aber dass sie zumindest unserem und dem Verständnis der Fachabteilung entspricht. Ganz exakt oder ganz, also als Beispiel, ganz plakativ würde es dann vielleicht so aussehen, gegeben eine Kundin, wenn die Kundin eine Bestellung aufgibt, dann wird ein Paket versendet. Das wäre quasi das erste Fallbeispiel, ein Szenario, es beschäftigt sich irgendwie mit dem Bestellen. Ein weiteres Szenario wäre gegeben, eine Kundin und eine Bestellung. Wenn die Kundin die Bestellung storniert, dann wird kein Paket versendet. Das sind jetzt sehr, sehr breit gefasste, also vermutlich in der Realität werden die jetzt ein wenig detaillierter ausformuliert. Oder auch nicht. Das ist halt vollkommen offen. Aber ihr seht auch, es gibt da so eine gewisse innere Struktur.
Und wir haben zwar, also es ist nicht natürlich sprachlich, ja, aber wir sind schon sehr nah dran. Also wir haben deutsche Sätze im Wesentlichen, deutsche Halbsätze. Und wenn wir das Ganze jetzt als Basis für unseren Test benutzen würden, könnten wir uns vorstellen, okay, wir laufen von oben nach unten durch. Als erstes kümmern wir uns darum, dass wir eine Kundin haben. Dann kümmern wir uns darum, dass die Kundin eine Bestellung aufgibt. Und dann prüfen wir, ob jetzt ein Paket versendet wurde. Also schrittweise Ausführung des Ganzen. Diese innere Struktur, die wir dort sehen, die wird dann auch manchmal als Working-Syntax bezeichnet. Da haben wir diese Wörter. Wir haben im Englischen ist es dieses given, when, then und manchmal noch und, and und andere Wörter. Im Deutschen wäre es dann gegeben, wenn, dann und. Und diese beschreiben jeweils verschiedene Eigenschaften dieses Fall oder Teilaspekte des Szenarios. Mit given beschreiben wir eine Vorbedingung, also was muss erfüllt sein, damit wir uns in diesem Szenario befinden. Mit when wird die Aktion, die wir ausführen, beschrieben. Und mit then die Reaktion des Systems. Mit and können wir dann einfach schöner formulieren. Und warum heißt es Gherkin? Nun ja, weil der größte Vertreter dieser Art von Systeme ist Cucumber. Das ist quasi für verschiedenste Programmiersprachen, verschiedenste Umgebungen verfügbar. Soweit ich das sehe, der bekannteste Vertreter, also wenn ihr schon mal irgendwie was damit getan habt, werdet ihr vermutlich Cucumber gelesen haben. Und da ist es die Idee, dass die Szenarien werden tatsächlich in solchen Plaintext, also Reintext-Dateien geschrieben, die ich euch gerade gezeigt habe. Also das, was dort eine Sammlung von Szenarien war, könnte ein solches Input-File sein. Und dazu schreibt man jetzt dann noch Glucode in der Sprache, die man benötigt, die jetzt diese Steps auf das Szenario bindet. Und die Idee dahinter ist, jeder kann diese Feature-Files schreiben und es müssen nicht immer Entwickler sein und auch die Fachmenschen können selbst ihre Szenarien beschreiben und das wird super und toll. In der Praxis habe ich es noch nie erlebt, dass auch nur irgendjemand, der nicht tagtäglich eine IDE benutzt, diese Feature-Files schreibt. Und deshalb haben wir das nicht gemacht, weil das halt zumindest für mich und für unser Team übermäßiger Aufwand war, denn wir können alle eine IDE benutzen. Was wir stattdessen gemacht haben, okay, ich habe vielleicht zu Beginn noch erzählt, wir sind überwiegend in der Java-Welt, deshalb heißt das Tool, das wir uns gesucht haben, JGiven. Und JGiven bietet es uns jetzt an, pragmatisches BDD direkt in Java zu machen. Was heißt das? Wir haben irgendwie eine einfache Form, denn wir haben jetzt nicht mehr diese Feature-Files, sondern wir haben eine Bibliothek, mit der wir in unseren Java-Unit-Tests BDD machen können. Wir haben eine entsprechende API für die Szenarien und bekommen am Ende trotzdem einen Bericht raus, der menschenlesbar ist, der insbesondere auch Fachmenschen lesbar ist. Die sehen unsere IDE eigentlich nie. Die müssen gar nicht wissen, dass das eigentlich Java-Code ist, den sie da gerade sehen, sondern sie sehen den Bericht. Und wir können aber halt in unserer Umgebung, in unserer IDE bleiben. Das Ganze, wie gesagt, ähnlich wie AssertJ ist das eine zusätzliche Testbibliothek und mit JUnit, TestNG und Spock und wer weiß wem noch verfügbar. Und das hier ist dann quasi auch schon unser erstes Szenario. Ich hoffe, es sollte erkennbar sein. Wir haben im Wesentlichen einen Standard-JUnit-Test. Das sieht man daran, dass daran Test steht, @test. Wir sind ja auch schon in JUnit 5 unterwegs, das macht aber an dieser Stelle wenig Unterschied. JUnit 4 würde sehr ähnlich aussehen. Unsere Testmethode ist an order is placed. Dann sehen wir haben irgendwie hier Methoden. Given a customer sender, when the customer places an order, then a package is sent. Wir sehen, wir sind irgendwie da wieder das, was wir vorhin, dasselbe Szenario. Aber da gibt es diese seltsamen Methoden. Also das given, das when und dann then. Wo kommen die her? Und damit das Ganze funktioniert und damit nachher ein schöner Report dabei rumkommt, müssen wir halt auch noch sagen, dass unsere Testklasse, ist jetzt nicht irgendeine Testklasse, sondern diese Testklasse im Spezifischen ist ein Simple-Szenario-Test. Und wir sagen ihm auch noch,
dass wir hier mit Steps arbeiten, die aus dem Order-Kontext kommen, also Order-Steps. Und wenn wir diesen Test jetzt so geschrieben haben, mit diesen 10 Zeilen, ich würde sogar sagen, wir ziehen nochmal 2 ab, also mit diesen 8 Zeilen, bekommen wir schon in der Konsole einen Bericht, der ungefähr so aussieht. Ihr seht, wir haben ein Szenario, an order is placed, given a customer senderer, when the customer places an order und so weiter und so fort. Wir haben hier jetzt also die Übersetzung von Java-Code in menschenlesbare Sprache. Das Schöne ist, das Ganze ist jetzt ohne irgendeinen extra Runner passiert. Also das ist reines JUnit gewesen. Jeder JUnit-Runner, jede Ausführung in der Konsole, auf dem Build-Server, in der IDE, selbst tatsächlich irgendwie in Maven, alles das funktioniert, gibt diesen Text-Report aus. Und nebenbei wird auch noch ein JSON produziert. Zu dem kommen wir später, es wird nachher spannend. Jetzt habe ich aber vorhin gesagt, wir brauchen noch Glue-Code. Irgendwo müssen wir das Ganze, was wir da jetzt haben, noch mit dem Code, den wir eigentlich testen wollen, verknüpfen. Und das sind diese, in diesem Fall jetzt Order Steps. Wir haben hier jetzt eine Klasse, die sagt, sie ist eine Stage. Eine Stage ist immer diese Sammlung von Steps und beschreibt halt also die Stages. Wir haben eine Given, also wir haben einen Abschnitt Given, wir haben When und Then. In diesem Fall ist das alles dieselbe Stage. Und alles, was wir hier jetzt tun müssen, ist, dass wir halt sagen, wir haben eine Methode, a customer, die nimmt einen Parameter entgegen. In diesem Fall merkt sie sich jetzt den Namen des Customers und erzeugt daraus einen Customer und speichert den für die spätere Verwendung. Und danach returnt sie hier self. Das ist jetzt ein wenig diesem ganzen Fluent API, also wir können diese Methoden aneinander hängen und damit das alles schön funktioniert, muss die halt in so einem Builder, ähnlich wie ein Builder, der würde auch seine eigene Instanz zurückgeben, gibt halt diese Methode sich selbst zurück sozusagen oder ihr Objekt, damit wir das alles aneinander hängen können. Das ist der eine Step und der nächste Step wäre jetzt a package sent. An dieser Stelle holen wir uns jetzt irgendwie von einem Shipping Manager, den wir vorher vorbereitet haben, die versendeten Pakete für diesen Kunden und prüfen, dass es welche gab. Und hier greifen wir auf den Kunden zu, der halt in dem Step davor quasi vorbereitet wurde. Und das jetzt hier aus diesem Methodennamen, also dem a-customer, der Text a-customer wird, liegt daran, dass halt im Wesentlichen JGiven weiß, wie aus Methodennamen Text generiert werden kann. An dieser Stelle noch relativ einfach. Wir nehmen die Unterstriche weg und ersetzen sie durch Leerzeichen. Und auch der Parameter Sandra wird halt ja in den Step-Beschreibung übernommen. Automatisch, ohne dass wir das dafür was tun müssen. Was sind nun also Steps? Steps sind alle Public-Methoden einer solchen Klasse, die Stage extended. Und dabei werden, wie gesagt, alle Unterstriche durch Leerzeichen ersetzt. Und an dieser Stelle seht ihr, da hat sich jetzt irgendwie so ein komisches Dollarzeichen mit eingeschlichen. Was macht das da? Nun ja, Dollar ist in Java ein erlaubter Namensparameter oder ein Teil des Namens. Und dementsprechend sagt JGiven, du willst bestimmt das Dollarzeichen durch den Parameter ersetzen, der an der Stelle jetzt kommt. Das heißt, vollautomatisch wird der erste Parameter, der hier hinten drin steht, an der Stelle Dollar eingesetzt. Wir verwenden das mit diesem Gegeben. Okay, hier hat Deutsch und Englisch nicht ganz funktioniert. Wo das Gegeben herkommt, kommt gleich noch. Given there are dollar packages in stock, 8 würde halt hier unten given there are 8 packages in stock werden. Ohne dass wir irgendwas dafür tun mussten, wir mussten nichts annotieren, wir mussten keine anderen Dinge tun. Das Ganze ist refactorbar, weil es einfach Methoden sind. Eure IDE weiß, wie sie Java-Methoden refactoren kann. Und wenn euch das jetzt nicht reicht, dann können wir halt an den Parametern auch noch ein bisschen mehr rumspielen. Weil die Parameter werden im Wesentlichen dadurch in Text übersetzt, dass wir sagen, gib mir mal bitte die String-Repräsentation davon. Wenn euch das nicht reicht,
hält uns halt niemand davon ab, unsere eigene String-Repräsentation mit einem Wrapper noch zu definieren. Also wenn wir nicht 8, sondern das Wort 8 haben wollen, müssten wir halt eine Klasse schreiben, die in der Lage ist, Zahlen in Wörter zu übersetzen. Und wenn uns das nicht reicht, naja, wir haben da noch so ein paar Annotationen, mit denen wir jetzt das Formatieren der Parameter relativ fein justieren können, nach allem, was wir wollen. Wir können natürlich nicht nur Parameter, die jetzt einfache Zahlen oder Strings sind, sondern wir können da auch Java-Objekte mit übergeben. Auch dann wieder die String-Repräsentation wird im Wesentlichen einfach eingesetzt. Wir müssen nicht alle Parameter nehmen. Die ungebunden sind im Namen, werden einfach hinten angehängt. Und so weiter und so fort. Jetzt haben wir aber bisher nur so skalare Parameter, also Parameter, die keine innere Struktur haben. Nein, stimmt nicht. Objekte haben eine innere Struktur, aber in der Darstellung werden sie einfach nur zu einem String. Denn was wir auch noch sagen können ist, dieser Parameter, den ich hier entgegennehme, ist eine Tabelle. Das mache ich, indem ich einfach sage, na hallo, ja, dieser Parameter ist eine Tabelle. Und Tabellenparameter sind so verschiedenste Dinge. Listen von Listen sind Parameter, Listen von Objekten sind Parameter, Vararts von Objekten sind Parameter und auch einzelne Objekte sind offensichtlich eine Tabelle, weil sie sind eine Liste von genau einem Element. Und was dann dabei rumkommt, ist an diesem Stelle halt, given the products in stock, und JGiven übersetzt uns diese Liste von Elementen oder auch diese Vararts eben halt in eine Tabelle. Das war für uns sehr wichtig, weil unsere Software extrem datengetrieben war. Also wir hatten viele tabellarische Daten, die wir darstellen mussten. Und dann ist es sehr schön, einfach sagen zu können, folgende Daten gelten und nicht sagen zu müssen, und hier habe ich noch ein Datum und hier habe ich noch ein Datum und hier habe ich noch ein Datum. Und gerade auch, weil unsere Fachabteilung sehr tabellenorientiert war, hat das sehr gut für uns gepasst. Jetzt haben wir bisher diese Simple-Szenario-Tests benutzt. Jetzt kann es sein, dass mir das an der Struktur nicht so ganz reicht. Dann müssen wir den großen Bruder rausholen. Wir haben nämlich den Szenario-Test und hier haben wir jetzt tatsächlich getrennt die Given-Stage, die When-Stage und die Then-Stage. Und jede dieser Stages wiederum definiert jetzt unterschiedliche, kann ihre eigenen Steps definieren. Und damit die jetzt auf dieselben Werte zugreifen können, wenn ich in Given etwas vorbereite und später weiter benutzen möchte, haben wir hier jetzt wiederum unsere Stage. Die sieht noch aus wie vorher. Aber an dieser Stelle definieren wir jetzt, fügen wir die Zutaten zu einer Liste hinzu, die wir davor hier oben wieder als lokales Feld deklariert haben und mit der Annotation Scenario State versehen haben. Und diese Annotation führt jetzt dazu, dass wir in einer komplett anderen Stage, nämlich der When Stage, in einem Feld, das genauso heißt und mit Scenario State annotiert ist, die Werte wieder benutzen können, die wir davor dort hineingeschrieben haben. In einer anderen Stage. Und dadurch können wir jetzt ein bisschen mehr Struktur in das Ganze bringen. Wir könnten auch noch sagen, dass der State von der einen Stage provided ist und von der anderen expected, wenn wir dann noch mehr Überblick haben wollen. Und so teilen wir jedenfalls Zustand zwischen verschiedenen Stages. Und jetzt hatte ich gerade schon festgestellt, dass da irgendwie noch gegeben übrig geblieben ist. Das lag daran, dass ich euch eigentlich erst erzählen wollte, ich kann damit Deutsch reden. Denn ich habe halt in einem deutschen Team gearbeitet, mit einer deutschen Fachabteilung. Die wären nicht so glücklich gewesen, wenn ich ihnen da englischen Text hingeworfen hätte. Und alles, was wir dafür tun müssen, ist, wir müssen halt Deutsch schreiben. Das sieht jetzt im ersten Moment für den einen oder anderen Entwickler ein wenig komisch aus. Und die ein oder andere IDE beschwert sich auch, dass da mit einmal ein Ö drin ist. Aber hey, what, das kann man der beibringen. Wir haben jetzt gegeben, wenn und dann. Und alles, was wir da tun müssen, ist, wir extenden halt nicht mehr den Simple-Szenario-Case, sondern ganz offensichtlich den einfachen Szenario-Test. Und weil wir das ja nicht nur vielleicht in Deutsch machen wollen, ist das Ganze auch noch vorbereitet für Französisch, Spanisch und Portugiesisch. Und wenn uns das Ganze nicht reicht, ist es auf sehr, sehr einfache Art und Weise möglich, eigene Sprachen hinzuzufügen, wenn ihr in
Ich weiß nicht, welcher Sprache vielleicht euer Szenario beschreiben müsst. So, jetzt habe ich euch schon mit sehr viel, wie machen wir es denn auf der technischen Seite, zugeworfen. Ich habe aber ja gesagt, eigentlich möchte ich ja den Fachmenschen nachher Berichte zeigen. Und jetzt kommt der wirklich coole Teil, zumindest für mich. Denn ich hatte gesagt, wir haben irgendwie Plaintext und JSON, das passiert während der Ausführung, aber das ist ja alles irgendwie in meiner IDE und ich hatte schon gesagt, die ist irgendwie schwarz und da glauben die wieder, ich will mit Technik. Das ist der Moment, wo ich einmal was trinke. Einfach damit ihr mehr so dieser, wie heißt das, ein Cliffhanger, genau. Aber irgendwie Plaintext und JSON ist ja nicht wirklich das, worüber wir reden wollen. Das hilft ja der Fachabteilung nicht. Sondern Teil von JGiven ist daneben auch noch ein Report Generator, den wir zum einen Standalone, aber auch als Maven Plugin oder Gradle Plugin benutzen können. Und der es uns erlaubt, aus dem JSON, das während der Testausführung generiert wird, jetzt nachträglich einen vollständigen Report zu generieren. Das heißt übrigens auch, dass wir eben halt Testausführung und Reporting voneinander trennen und wir somit auch verschiedene Testsuits in einem Report zusammenfassen können, weil er im Wesentlichen alles, was er als JSON-Report findet, zusammenfasst und in einen Report packt. Für den HTML-Report ist das eine relativ dynamische HTML-Seite mit vielen Interaktionsmöglichkeiten, die dann ungefähr so aussieht. Und weil ich vorher nicht darüber nachgedacht habe, dass das jetzt ein bisschen kompliziert werden könnte, müsste das jetzt der echte HTML-Report sein. Das ist die Startseite, ist jetzt noch nicht so viel. Aber wir finden zum Beispiel hier oben, es ist tatsächlich auch der JGiven-eigene JGiven-Report, weil offensichtlich testet man sich ja mit sich selbst. Wir haben hier jetzt alle diese verschiedenen Szenarien. Ihr seht, die sind ausgeführt worden. Wir bekommen am Ende raus, ob sie jetzt erfolgreich waren oder nicht. Wir können die aufklappen. Wir können hier sehen, given some content und so weiter und so fort. Wir haben auf der linken Seite so verschiedene Teilmengen von Szenarien. Das hier sind die Szenarien, die fehlgeschlagen sind. Da können wir reinklicken, ist Szenario und dann sehen wir hier, oh, da gab es irgendwie eine Exception und die wurde hier mit reingeschrieben. Und ich kann hier sehr viel klicken. Ich habe hier auf der linken Seite Tags, da ist irgendwie auch noch, also ich kann sagen, das ist ein Core-Feature, das beschreibt den Current Step und dann passiert hier was. Und jetzt, Pending, nee, komm. Multiple Cases, es gibt irgendwie die Möglichkeit, hier unten noch eine Tabelle über Cases, also mehrere Ausführungen desselben Szenarios mit verschiedenen Werten. Wenn ich hier oben nochmal hinklicke, dann ist hier auf der rechten Seite, kann ich gruppieren nach danach oder nach dem Tag, ich kann sortieren, ich kann nach dem Status filtern, ich kann nach den Tags filtern. Das ist alles sehr schön und sehr gut. Das Problem ist, das ist sehr toll als Testbericht, also für Techniker. Das ist auch noch sehr gut, um damit tatsächlich mit Fachmenschen drüber zu reden und ihnen das zu zeigen, weil ihr seht, das ist weiß. Man kann da auch noch mit Farben spielen, also man kann das sogar ins Corporate Identity einbinden und all diese Dinge. Die sind sehr begeistert. Was es aber leider nicht ist, ist ein Dokument. Zumindest nicht so, wie ich ein Dokument verstehe. Ich kann also jetzt den Menschen mit denen darüber reden, aber es ist, wie gesagt, sehr, sehr interaktiv. Es ist also nicht eine Dokumentation im Sinne von, ich habe ein Dokument, das kann ich irgendwo ablegen, da kann jemand einen Stempel draufdrücken, das ist toll, das ist super. Dafür habe ich diese ganzen Funktionen, die ich gerade ganz kurz versucht habe darzustellen, mit halt allem, was da so möglich ist, filtern. Ich habe Attachments, habe ich noch übersprungen, also man kann auch an die einzelnen Steps Dinge anhängen. Hier und da und hast du nicht gesehen. Aber, wie gesagt, sehr dynamisch. Ich kann das denen tatsächlich auch, also wir haben es der Fachabteilung als ZIP zur Verfügung gestellt, gesagt, hier, da drücken Sie auf Entpacken, dann drücken Sie auf die Datei, die Index heißt, und dann passieren da Dinge, schauen Sie sich das an. Ihr könnt euch vorstellen, das hat tatsächlich funktioniert, wir waren überrascht, wie gut es funktioniert hat. Aber was die eigentlich halt gern gehabt hätten, wäre irgendwie so ein Dokument, wo sie durchlesen können. Und
da ich halt auch gerne Dokumente mag und ich meine Dokumente meistens mit ASCII-Doc schreiben möchte, haben wir beschlossen, und es gab einen ASCII-Doc-Report. Also es gab keinen guten ASCII-Doc-Report in dem Tool, aber es gab schon jemanden, der hatte diese Idee. Also hatten wir die Idee, jetzt machen wir den in gut. Und nach einem halben Jahr oder so, wurde irgendwann mein Pull-Request gemerged. Es gibt jetzt also einen ASCII-Doc-Report in JGiven, der aus meiner Sicht sogar recht gut ist. Ihr müsst mir jetzt zugestehen, dass ich den sehr gut finde. Ne? Also ich bin sehr stolz auf den. Das Schöne an ASCII-Doc ist nämlich, das ist eine Basis für Docs as Code, also wo wir Dokumente als Plaintext schreiben. Das Ganze sieht dann in etwa so aus und ist dann, hängt dann hier. Hier haben wir jetzt den ASCII-Doc-Report, der jetzt dieselben Inhalte hat. Also es sieht alles ein bisschen anders aus, es ist halt nicht diese ganze Dynamik und so, aber das ist ja genau das Gute daran. Wir sehen hier wieder die Tabellen, wir sehen, ob sie erfolgreich waren. Also fast alle Informationen, die vorher da waren, sind jetzt auch da. Mit dem großen Vorteil, dass wir diesen Report jetzt mit Standardmitteln, die uns ASCII-Doc bietet, in ein PDF verwandeln können, das an eine E-Mail anhängen können und sagen können, schaut mal hier, das Systemverhalten. Wir stellen vor, das System, das, was ihr hier seht, ist tatsächlich das, was das System tut. Und nur wenn das Ganze erfolgreich gebaut wurde, wenn die Tests erfolgreich durchgeführt wurden, wird auch dieser Report generiert. Das heißt, wenn hier steht, dass, okay, Pending ist gerade das falsche Beispiel, wenn hier halt steht, wenn ich eine Kaffeemaschine habe und da zwei Kaffees drin sind und die Maschine ist aus und ich da 2 Euro rein tue und ich drauf drücke, ja, dann kriege ich keinen Kaffee. Aber ich kriege auch keinen Fehler. Wenn das da steht und nichts davon rot angemerkt ist, dann ist das, wie sich das System verhält. Und das war die Stelle, wo tatsächlich unsere Fachabteilung mit einmal angefangen hat, zu verstehen, dass unser System auch tut, was wir ihnen versprochen haben, was es tut. Denn sie konnten, offensichtlich ging es nicht um Kaffee verkaufen, es ging um andere Dinge, aber sie konnten das nachvollziehen, weil wir lang genug mit ihnen darüber geredet haben, okay, was soll es tun, wie würdet ihr darüber reden? Und wir haben diesen Bericht so lange angepasst, bis er halt ihre Sprache verwendet hat. Das war ehrlicherweise nicht, wie wir das beschrieben hätten, weil wir eine andere Sicht darauf haben. Aber das ist das, wo wir halt anfingen, dieselbe Sprache zu sprechen. Wir mussten halt dafür nur diese Abstraktionsschicht da einziehen. Wer ASCII-Doc nicht kennt, wenn ihr Markdown kennt, dann könnt ihr euch das sehr, sehr ähnlich vorstellen. Gleich haut mich wieder jemand, nur besser, finde ich. Also strukturierter, mit mehr Möglichkeiten. Ehrlicherweise ist es noch nicht featuregleich zum HTML-Report, aber dafür ist es halt ein Dokument und passt damit gut zu anderen Dokumentationsinhalten, lässt sich also in eine solche vollständige Dokumentationspipeline gut integrieren. Das wäre jetzt erstmal, was ist JGiven? Warum sind Reports gut? Wie kann ich das gut tun? Gibt es zu dem Teil bisher jetzt erstmal Fragen? Jakob, da hinten möchte jemand den Sprechstock. Wo? Sehr schön. Habt ihr das dann auch in einem Abnahmebericht oder in einem Abnahmeprotokoll irgendwie integriert? Das ist der Moment, wo ich das Projekt inzwischen verlassen hatte. Also was wir tatsächlich damit nachher gemacht haben, ist, wir haben das ins Confluence publiziert. Es gibt in dem Sinne nicht ein Abnahmeprotokoll bei uns. Das sind jetzt verschiedene Prozesse. Man könnte das jetzt tatsächlich als Teil der Abnahmedokumentation einbetten, sagen, hier, so sieht es aus. Und wenn jemand den Stempel drunter macht, dann ist das damit abgenommen.
also das ist der Teil, wo ich gerade meinte, das ist ein Dokument, das kann ich halt als Dokument, als PDF, als Doc, als was auch immer irgendwo hinschieben und sagen, damit, es ist veröffentlicht, wenn niemand Einspruch erhebt, ist das das Systemverhalten. Und zwar auch so, dass jeder das nachschauen kann. Weil also am Ende, diese Tests, die gab es halt vorher bei uns auch, aber sie waren halt nur in unserer IDE. Wir konnten sagen, schaut mal hier bei mir, wenn ich hier drücke, also works on my machine, works on Jenkins oder wo auch immer. Und die Fachabteilung hat gesagt, ich weiß nicht, wovon ihr redet. Was ist das? Und damit war es mit einmal nachvollziehbar. Okay. Weil sonst würde ich jetzt noch ein bisschen über, was muss man denn noch vielleicht beachten oder welche Möglichkeiten habe ich noch reden. Ich habe zu Beginn gesagt, dass das Ganze so ein Outside-In-Prozess ist. Also ich schreibe diese Tests oder in diesem Fall ich beschreibe das Verhalten, bevor es überhaupt existiert. Und weil das ja vielleicht nicht ganz kompatibel damit ist, dass die Software noch nicht so weit ist, wie das Verhalten es schon haben will, kann ich halt sagen, ja gut, aber dieser Step hier, der ist übrigens noch nicht implementiert. Oder dieses Szenario hier ist noch nicht implementiert. Mit Standard JUnit wäre das sowas wie Disabled oder Ignored. Dieses Pending ist, also diese Annotation Pending hier, ist quasi disabled und ignored auf mit Superpowers. Weil solange dieser Schritt fehlschlägt, wird er als pending reported. Sobald dieser Schritt erfolgreich durchläuft, wird er als Fehler reported. Weil jetzt die Annahme nicht mehr stimmt, dass er noch nicht implementiert ist. Das heißt, dadurch kann ich zwar schon die vollständige Systemverhalten beschreiben, aber nach und nach wird es quasi schärfer. Und ich kann das halt am Step oder am Szenario, und am Szenario würde es sich dann halt auf alle Schritte runter duplizieren und andersrum. Ein Szenario, das einen Pending-Step hat, ist halt selber auch Pending. Wenn mir jetzt das mit Beschreibung noch nicht reicht, also jetzt kommen halt mehr Annotationen, wir sind in Java, ne? Also Annotationen, yay, meistens, nicht immer, wer weiß. Wenn mir also nicht reicht, was ich hier mit diesen Unterstrichen machen kann, sondern ich brauche irgendwie Sonderzeichen, ich möchte besondere Satzkonstruktionen oder so, kann ich halt die generierte Beschreibung auch mit dieser Annotation S überschreiben und sagen, naja, also in diesem Fall brauche ich das halt, um so ein Prozentzeichen da reinzubekommen. In der Verwendung sieht es immer noch gleich aus, aber am Ende habe ich jetzt halt when 10% are added. Und an der Stelle könnte ich jetzt auch sogar tatsächlich in dem S auf die Parameter mit $1, $2, $3 beziehungsweise auch $Parametername zugreifen, so wie man das aus einer Logging oder anderen Formatierungs-, also String-Formatern, Konzepten kennt. Ich kann außerdem auch noch eine zusätzliche Beschreibung für meinen Step hinzufügen. Das ist dieses Extended Description. Das sieht man in der Verwendung nicht, aber im Report nachher bekomme ich das Ganze als im HTML-Tooltip, also in HTML ist es ein Tooltip, den ich aufklappen kann. Also ich kann diesen Step näher beschreiben. Im ASCII-Doc ist es entsprechend eine Zeile, die darunter angezeigt wird, in einer anderen Schriftart, weil dort halt keine Tooltips vorhanden sind. Ich kann genauso gut diese Extended Description an meine Steps, an meine Szenarien schreiben. Und ich kann auch noch meine Testklasse selbst näher beschreiben, um halt irgendwie einführende Dinge für dieses Feature, also an dieser Stelle möchten wir uns mit Dingen beschäftigen, die irgendwie lalalala, wer weiß. Das Ganze ist ja ein vollwertiges Dokument. Jetzt möchte ich vielleicht auch nicht immer alles, was ich in meinem Code habe, auch in meinem Report haben. Vielleicht gibt es irgendwelche technischen Schritte, die ich da tun muss, weil ich sie tun muss, aber die ja vielleicht die Fachleute nichts angeht. Da gibt es für Hidden, entweder kann ich sagen, dieser Parameter ist eigentlich nicht wichtig für die Geschichte, die ich erzählen will. Dann kann ich halt mit addHidden den Parameter ausblenden oder aber mit addHidden den kompletten Step ausblenden. Der Vorschlag von JGiven wäre jetzt, diesen Step dann auch CamelCase zu schreiben, damit auch quasi im Code erkennbar ist, was ist ein Reporting-Step und was ist ein technischer Step. Ich hatte gerade schon Attachments erwähnt. Ich kann mir den aktuellen Step in meine Stage injecten lassen, damit ich dann in dem Step selber
an den Step, der gerade ausgeführt wird, ein Attachment ranhängen kann. In diesem Fall hängen wir da irgendwie einen Screenshot rein. Den haben wir von irgendwo bekommen als Base64 und wir sagen, naja, hängen wir bitte diese Base64 kodierte Sache mit dem Mediatype PNG und dem Titel Screenshot an den Step an und dann wäre der am Ende auch in dem Report enthalten. Ich könnte draufdrücken und mir das anschauen. Typisches Beispiel tatsächlich Screenshots, irgendwelche Excel-Tabellen, die währenddessen ausgeführt werden. Also ihr könnt da tun, was auch immer ihr wollt. Es sind halt HTML-Links auf externe Dateien quasi. Und noch mehr Tabellen. Ich hatte vorhin schon gesagt, wir haben Szenarien, können wir entweder einzeln schreiben oder wenn wir sehr datengetrieben unterwegs sind. Also hier an dieser Stelle haben wir eigentlich immer denselben Ablauf, das Szenario ist immer dasselbe. Aber wir möchten es einmal mit einem Kaffee und einem Euro, 0 Kaffees und 2 Euros und einem Kaffee und 0 Euros machen. Wir könnten natürlich das Szenario jetzt einfach dreimal hinschreiben, ist aber ein bisschen viel Schreibarbeit, auch für mich. Stattdessen kann ich halt standard parametrisierte Testfälle benutzen, die dann von JGiven in so ein parametrisiertes Szenario quasi übersetzt werden. Ihr müsst euch also hier oben das jetzt vorstellen wie eine Blaupause für Szenarien. Und dieses wurde je dreimal ausgeführt, eben halt mit diesen Werten. Und hier hinten seht ihr, war es erfolgreich oder nicht. Und wie gesagt, keine Sonderformen, sondern es sind standardparametrisierte Tests von JUnit, TestNG oder was auch immer. Jakob? Kann man aus dem Szenario einen Flowchart machen? Nochmal? Kann man aus dem Szenario einen Flowchart machen, dass ich sagen kann, okay, ich habe das Ablaufdiagramm. Wenn dann die Bedingung nicht da ist, dann kann ich es gleich sehen, als wenn ich jetzt unten die Sache aus der Tabelle, ist jetzt erfolgt oder nicht erfolgt und wo war die Bedingung da? Also ein Flowchart als solches, glaube ich, ist erstmal nicht vorgesehen. Also da wüsste ich jetzt nicht. Wenn es ein bisschen komplizierter ist als nur ein Kaffee, wenn ich einen Kaffee mit Milch will, ist die Milch da und da wird es ja irgendwann nachher so kompliziert, dass ich es nicht mehr aus Tabellen ersehen kann. Spannenderweise tatsächlich, wenn JGiven feststellt, dass das, was du dort als Tabelle hast und deine Steps, dass die nicht gleichartig genug sind, um eine Tabelle zu sein, sagt es, okay, dann rolle ich es dir ab. Also dann kriegst du hier nicht ein Szenario mit einer Tabelle, sondern sagt JGiven, okay, ich reporte dir das halt einfach dreimal in der jeweiligen Ausprägung. Dann wird es noch unübersichtlicher. Dann habe ich nachher irgendwie drei Seiten und die muss ich dann nachher wieder mich hinsetzen und zusammenbringen. Ja, aber das ist ja genau das, was passiert, wenn du nicht so eine Abstraktion hast. Also das da ist eine Abstraktion. Ja, aber ich habe ja den Durchlauf, den machst du ja sowieso, wo du sagst, ich mache ja die drei Beispiele durch und dann kriegst du ja dementsprechend eine Fehlermeldung oder als Erfolgsmeldung. Genau. Und anhand dessen kann ich ja sagen, okay, da habe ich eine Entscheidung, gehe ich nach rechts oder nach links oder dementsprechend, was Vorgabe war und habe dann die Erfolgsmeldung und gebe dann eine entsprechende Fehlermeldung oder eine Erfolgsmeldung raus. Und das kann ich ja dann auch als Flowchart ausgeben. Also ist das Ganze ist ein Open-Source-Projekt. Also das ist möglich. Du könntest vielleicht den Flowchart irgendwo als Attachment, aber also grundsätzlich gibt es das, zumindest wenn ich dich richtig verstanden habe, gibt es das nicht, was du gerade suchst. Zumindest nicht zum aktuellen Zeitpunkt. Dann noch das, was jeden Java-Entwickler freut. Es gibt irgendwie einen Lifecycle von Objekten. Also wir können mit JUnit und mit JGiven kombinierte Lifecycle-Methoden benutzen, wenn wir irgendwie etwas vorbereiten müssen für alle Szenarien oder immer, wenn dieses Szenario ausgeführt wird, muss vorher noch was anderes passiert sein. Dementsprechend gibt es halt so ein Before-Szenario, Before-Stage und After-Szenario und After-Stage. Das Ganze ist tatsächlich kompatibel mit den JUnit-Lifecycles, mit Before-Each und Before-All. Und dann muss man mal schauen, welche wo genau ist. Das wollte ich jetzt im Detail hier nicht ausgehen. Ist halt tatsächlich auch nichts, was, glaube ich, so in den ersten 2 Monaten der Verwendung vielleicht interessant wird. Später dann schon. Und jetzt hatte ich keine Lust mehr, dafür einzelne Folien vorzubereiten. Dementsprechend gibt es nur noch die Sammlung dessen, was auch noch geht. Wir können die Steps auch noch verschachteln. Das heißt, wir haben einen übergeordneten Step, der beschreibt allgemein etwas, wie ein Kunde meldet sich an. Und da drin eingebettet sind dann Dinge wie
Kunde gibt seinen Vornamen, seinen Nachnamen und sein Passwort ein. Das ergibt, das ist vielleicht eine Registrierung, aber ihr versteht, was ich sagen will. Ich habe da vorne im HTML-Report, sah man auf der linken Seite, neben erfolgreich, nicht erfolgreich und pending, auch noch eine Hierarchie von Tags. Also ich kann alle diese Szenarien nochmal mit JGiven eigenen Tags taggen. Oh Wunder, heißt das Wort so. Und bekomme damit nochmal eine andere Organisationsebene. Ich kann meine eigenen Wörter hinzufügen. Also wenn mir given, when und then nicht mehr reicht, kann ich noch sowas sagen wie aber besonders auch, wenn ich das möchte. Unter den Filler-Words versteckt sich sowas wie Konjunktion, glaube ich, und aber. Also wenn ich tatsächlich Sätze schreiben möchte, dann kann ich da eingebettete Wörter schreiben, die im Wesentlichen nur dafür da sind, dass nachher ein schöner deutscher Satz rauskommt. Also das, was ich heute vielleicht nicht immer formuliert habe. Und wenn mir meine drei Stages nicht reichen, kann ich natürlich noch viel mehr Stages haben, indem ich sie halt injecte, so wie das mit Java möglich ist, oder auch dynamisch hinzufüge. Und weil wir bei Java sind, Vererbung geht natürlich auch zwischen den Stages. Damit kann ich dann so allgemeine Steps und spezifische Steps gleichzeitig benutzen. Das wäre es dazu. Es gibt noch mehr Integrationen. Ich kann das Ganze mit Spock, mit Spring, mit Selenium und mit Android benutzen. Jeweils eigene Teilprojekte von JGiven. Ich bin aber, soweit ich das sehe, am Ende meiner Zeit. Deshalb geht es da jetzt nochmal ganz schnell durch. Wenn ihr da mehr Fragen habt, kommt gerne nochmal zu mir. Damit bleibt es mir nur noch übrig, euch zu danken. Ich freue mich jetzt auf Fragen, die ihr vielleicht noch habt. Wenn ihr mich kontaktieren wollt, mich gibt es auf Mastodon oder per E-Mail. Die Folien gibt es, glaube ich, nachher auch auf der Seite. Jetzt ist Jakob dran. Vielen Dank, Johannes. Wenn ihr Feedback geben möchtet, gibt es wie so häufig die Feedbackbögen auf euren Tischen oder auch im Internet auf der Nook-Webseite die Möglichkeit. Ich weiß nicht, ob wir zeitlich noch, vielleicht kriegen wir noch ein oder zwei Fragen, aber ich glaube, wir müssen uns ranhalten. Hätten wir welche? Ja. Und dann lass uns die vielleicht noch kurz. Wie lange musste sich denn der Fachbereich in diese Reporter einarbeiten? Ich meine, die werden das ja nicht direkt lesen können und euch direkt Feedback gegeben haben können. Das ist das, was ich meine. Also wir hatten erstmal einen Wurf gemacht. Also wir hatten halt festgestellt, die verstehen nicht, was unsere Tests machen. Wir haben uns überlegt, wie würden wir das beschreiben. Sind auf so einen mehrstufigen, also gegeben, das hier ist im Lagerhaus, das hier ist irgendwie in der einen Datenbank, das hier ist in der anderen Datenbank. Und gesagt, schaut mal, ist doch toll. Die so, ja, da muss ich aber ja hier überall so, nee, also ich bin es gewöhnt, dass ich da so eine große Tabelle habe. Da sind einfach alle Daten drin. Und dann haben wir es halt erstmal so umgebaut. Und also das ist diese Diskussion, die ich meinte. Also wir sind so nach und nach dazu gekommen, man könnte jetzt sagen, sowas wie eine Domain-Specific Language für eben halt diese Fachdomäne als Teil dieser Steps zu definieren. Das finde ich jetzt sehr hoch. Aber also wir sind dahin gekommen, dass wir mit denen zusammen tatsächlich eine Beschreibung gefunden haben, die ihnen entspricht und die wir danach übersetzt haben in das, was wir eigentlich brauchen. Weil quasi du hast diese, also die Stages quasi sind deine Abstraktionsebene. Da machst du die Worte, die der Fachbereich benutzen möchte, übersetzt du in das, was du benutzen möchtest. Ja. Ausgezeichnet. Ich glaube, wir sind zeitlich an der Grenze. Johannes, vielen Dank für den einleuchtenden Vortrag und allen anderen eine schöne weitere Nook.